Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Inke Joachims mit dem zweiten Teil der Serie Das Sündenbockkind. Was ist eigentlich ein Sündenbock? Die Metapher des Sündenbocks stammt aus dem Alten Testament und ursprünglich war der Sündenbock eine echte Ziege oder ein echter Ziegenbock. Und am Yom Kippur-Tag, dem höchsten jüdischen Versöhnungsfest, wurde er von einem Priester symbolisch mit den Sünden der Gemeinde beladen und in die Wüste geschickt, wo er starb. Andere Mythen erzählen, dass er geschlachtet wurde und gegessen. Wichtig ist, es handelt sich um das klassische Tieropfer. Und wichtig ist auch, dass es sich um einen religiösen Hintergrund handelt, weil der religiöse Hintergrund, die Beziehung zu Gott, die in diesem Tieropfer sichtbar wird, die ist vielen nicht bewusst, aber sie ist Teil bis heute der Sündenbock-Dynamik. Welche Beziehung zu Gott wird hier eingegangen? Ein Handel, ein manipulativer Handel. Ich gebe dir was für meine Sünden und du nimmst es, du kriegst meinen Ziegenbock und dann bist du mir wohlgefällig. Das ist eine Manipulation und es ist im Grunde eine Form von Aberglauben und es gibt im Neuen Testament sehr viele Stellen, an denen Jesus Christus diesen Aberglauben im Grunde sehr radikal bekämpft. Zum Beispiel die Wechsler im Tempel, wo er also die Tische umstößt. Es ist noch nicht die Geburt eines individuellen Gewissens. Es ist noch nicht die Geburt einer individuellen Gottesbeziehung, sondern der Gott, der hier mit einem Sündenbock besänftigt wird, ist im Grunde ein Götze, dem man manipulativ angehen kann. Gib dir was, du gibst mir was. Ich gebe dir was, nämlich einen Sündenbock, und du gibst mir Schuldentlastung. Wie gesagt, das Neue Testament bekämpft diese Vorstellung radikal, aber damals war es schon der Übergang von Menschenopfer zum Tieropfer. Man denke an das Buch Genesis, Abraham möchte seinen Sohn Isaak dem Gott opfern und Gott spricht vom Himmel und sagt, tu es nicht. Das ist die Verweigerung des Menschenopfers und das gibt verschiedene Stellen im Alten Testament, wo eben das Alte Testament sehr deutlich macht, Menschenopfer werden abgelehnt. Dieses psychologische Vorgehen ist, zuerst wird er oder sie zur Zielscheibe gemacht, alle Schuld wird auf ihn oder sie geschoben und dann wird er oder sie in die Wüste geschickt, was ja bis heute in unserer Sprache erhalten ist. Wir schicken jemand in die Wüste, womit wir sagen, ins alleinige Verderben. Der Begriff des Sündenbocks bezeichnet also eine Person, der die Verantwortung für die Verfehlung und Missgeschicke einer anderen Person oder einer Gemeinschaft zugeschrieben wird, unabhängig davon, ob die beschuldigte Person tatsächlich schuldig ist oder ob auch andere Personen ganz oder teilweise verantwortlich sind. Das heißt, für diesen primitiven psychologischen Handel wird das Prinzip der goldenen Regel, das Prinzip der Wechselseitigkeit, behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest, aufgegeben. Es wird das Prinzip der Menschenrechte aufgegeben. Es wird das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, Sünden müssen nachgewiesen werden, aufgegeben. Zugunsten einer psychologischen Entlastung. Was ist die wichtigste Funktion des Sündenbockkindes bzw. des Sündenbocks? Eine gefährdete Beziehung zu erhalten. Zwei Menschen haben eine Beziehung, diese Beziehung funktioniert nicht mehr, aber es löst enorme Angst aus, sich den Problemen innerhalb der Beziehung zu stellen. Sie suchen sich einen Dritten, den sie symbolisch die Schuldlast auftragen, das heißt, ein Dritten, den sie zum Feind machen, ein Dritten, den sie zum Problem machen oder ein Drittes. Viele Menschen erleben nämlich Beziehungsprobleme als Bedrohung, als massive Bedrohung für ihr Ego, für ihre Bedürfnisse, ihre Sicherheitsgefühle und ihren Selbstwert. Unsere Beziehungen sind ganz eng mit dem Überlebensinstinkt verknüpft. Das heißt, Beziehungsprobleme lösen enormen Stress aus. Je nachdem natürlich, wie eng diese Beziehungen sind. Aber es reicht, wenn es einen ernsthaften Beziehungsstress gibt. Und deshalb vermeiden es viele, sich den Problemen wirklich zu stellen. Stattdessen wenden sie Strategien wie Verdrängung, Verleugnung, Projektion, Ablenkung oder Unterdrückung an, um diesen Herausforderungen aus dem Weg zu gehen. Viele Menschen brauchen also einen Dritten, einen Sündenbock, um das Gefühl zu haben, dass ihre Beziehung funktioniert und fixieren sich auf ein Scheinproblem. Ein Problem, eine Konstruktion von Problemen kann auch schon zum Sündenbock werden, um den eigentlichen, bedrohlicheren Konflikt zu vermeiden. Und diese Dynamik lässt sich auf verschiedene Lebensbereiche anwenden, nicht nur auf Beziehungen. Man kann auch buchstäblich alles zum Sündenbock machen, um vorzutäuschen, dass eine ansonsten gefährdete Beziehung funktioniert.
Man kann also andere Menschen, Tiere, die Wohnung, die Arbeit, das Land, die Politik, alles kann zum Sündenbock werden. Zum ausgeschlossenen Dritten, der eine gefährdete Beziehung zusammenhält. Zum psychologischen Opfer, damit man die eigentlichen Probleme nicht angehen muss. Denn natürlich, wenn man einen Sündenbock in die Wüste schickt, dann geht die Gemeinde auch die eigentlichen Probleme nicht an. Und da Gemeinden damals sehr eng zusammenhalten mussten, war das möglicherweise eine wichtige Maßnahme, um das Ganze zu stabilisieren. Jetzt erlaubt mir bitte noch etwas Werbung in eigener Sache. Mein Buch Das Sündenbockkind ist jetzt doch schon erschienen. Ich dachte, es erscheint erst 25, aber es ist jetzt doch schon erschienen. Und ihr findet unter diesem Video den Link, wo ihr das Buch mit allem, was noch in dieser Serie kommen wird und natürlich sehr viel ausführlicher erwerben könnt. Das war Inke Jochims. Ich danke für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit und ich freue mich auf weitere Videos in diesem Kanal.